Amazo und die päpstliche Fußwaschung. Da gerade wieder einmal Ostern war, war die alljährlich übliche Fußwaschung wieder fällig. Jesus hatte laut Überlieferung seinen 12 faulen Mitläufern mit der ganzen Zeit, die sie ihm nachliefen, nur einmal die Füße gewaschen, angeblich als ein Akt der Demut, der Liebe und des Dienstes am Nächsten. Sonst mussten sie sich ihre dreckigen Füße selbst waschen. Doch meist fielen sie mit ungewaschenen Füßen aufs Lager, da nicht immer Wasser zur Verfügung stand, oder weil sie einfach dazu zu faul oder zu müde waren. Als Fischer waren sie auch nicht ans Füßewaschen gewöhnt. Sie standen ja täglich im Wasser. Der Papst wusch schon lange nicht mehr Geistlichen oder Christen die Füße. Nein, die ließ er links liegen, da er selbst ein Linker war. So wusch er ausgesuchten, illegalen Drogenhändlern und Straftätern fernsehwirksam die schon vorgewaschenen Füße. Bunt mussten diese ausgesuchten Verbrecher zusätzlich sein, von braun bis schwarz. Weißhäutige wurden tunlichst vermieden, denn die waren einer päpstlichen Fußwaschung nicht würdig. Dazu ging der Papst in Roms größtes Gefängnis, wo diese Gesetzesbrecher vorläufig verwahrt wurden, ehe sie durch den Druck toleranzverblendeter Gutmenschen freigelassen wurden, damit sie ihren Drogengeschäften wieder ungehindert nachgehen konnten. 12 verurteilten Häftlingen wollte der Papst die Füße waschen, um aller Welt seine große Nächstenliebe und Demut zur Schau zu stellen. Damaso, ein so schöner Jüngling und dazu unbegleitetes Waisenkind war, wurde auf Betreiben eines Geistlichen, der ein gieriges Auge auf den schönen Jungen geworfen hatte und sich wegen dieser Sünde nicht das Auge ausriss, für die große alljährliche Schau der christlich demütigen Fußwaschung ausgewählt. Der geile Geistliche schärfte Amaso ein. Du bist ausgewählt. Das ist eine große Ehre für dich. Stelle dich also in aller Schlichtheit zur Verfügung. Amaso sagte, doch nur meine Füße. Als der gebrechliche Papst dann vor ihm niederkniete, um ihm seine schönen Füße zu waschen, sah ihn Amaso mit seinen hypnotisch grünen Augen an. Da wurde es dem knienden Papst ganz eigenartig zumute. Er spürte so ein Kribbeln im ungenutzten Glied zwischen seinen altersschwachen Schenkeln. Rasch wandte er sich dem nächsten Wesen zu, ein Neger, an dem er seine christliche Demut zur Schau stellen konnte. Amaso kicherte, was den alten Papst noch mehr verwirrte. Der Bruch des Papstes mit der Tradition sorgte unter konservativen Katholiken für Missmut. Weil sich unter den Strafgefangenen auch 2 junge Frauen befanden, denen wusch der Papst nicht nur die Füße, sondern küsste sie auch.
lange. Das ging doch zu weit. Wusch doch Jesus ausschließlich seinen 12 männlichen Jüngern die Füße. Unter den Fußzuwaschenden waren 2 verurteilte Muslime. Auch denen wusch der alte Papst die Füße, obgleich diese die Christen als Ungläubige hassen. Während der alte Mann ihnen an den Füßen herumfummelte, dachten sie, wie dumm diese Christen doch sind. Da meint dieser alte Spinner sicher, wir müssen ihn für diese Fußwaschung lieben. Doch sobald Europa vollständig islamisiert ist, werden wir dem Alten die Kehle durchschneiden. In gespielter, scheinbarer Demut sagte der Papst vor laufender Fernsehkamera, ich bin ein Sünder wie ihr, obgleich er selbst kein Drogenhändler war. Amos, sagte laut, so dass die Umstehenden es hören konnten. Ja, wenn du so ein Sünder bist, dann solltest du gelegentlich beichten. Denn wie sonst kannst du anderen die Sünden abnehmen und vergeben und die Beichte abnehmen, wenn du selbst so sündig bist? Da schwenkten die Kameras rasch von Amasu weg in die Zuschauer. Amasu wurde von der päpstlichen Leibwache weggezerrt. Der Papst vertraute seine Sicherheit ja lieber den bulligen Männern als Gott an. Der Heilige Vater warf dem frechen Jungen noch einen Fluch nach. Du hast den Teufel zum Vater. Amasu sagte lachend, stimmt, und deine Kirche steht mit dem Teufel im Bunde, denn ohne Teufel keine Kirche. Doch das wollten ihm die Umstehenden nicht glauben. Wie sonst den größten heiligen Unsinn so leichtgläubig glaubten. Da der Junge ihre religiösen Gefühle verletzt hatte, schrien sie ihm nach, du wirst in der Hölle schmoren. Amasu rief lachend zurück, die Hölle ist ehrlicher als euer verlogener Himmel. Der Papst erhob sich mühsam von seinen steifen Knien und schüttelte seine zittrige Faust gegen den schönen Jüngling. Satan war ein Lügner von Anfang an. Amasu sagte, Gott war ein Lügner von Anfang an. Hat er doch dem Adam und der Eva angedroht, wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, werdet ihr sterben. Doch lebten die beiden 900 Jahre. Das sollt ihr heiligen Kirchenmännern denen einmal nachmachen. Ihr sterbt schon noch, ehe ihr die 90 Lebensjahre erreicht habt. Da versuchten die Sicherheitskräfte, Amasu außer Hörweite zu zerren. Doch der schritt wie üblich durch sie hindurch. Darüber waren sie fassungslos. Nach der päpstlichen Fußwaschung lobte Satan seinen gewitzten Sohn. Und die beiden sprachen über dieses unnütze Ritual. Satan sagte, in der katholischen Kirche gehört die Fußwaschung zur Liturgie. Es ist nichts als Nachahmung von etwas Vergangenem. Sie kommt nicht aus dem Herzen, sondern aus den Schriften. Doch von dieser heiligen Handlung, die sie da mit so heiligem Ernst zelebrieren, weiß keiner von den 3 synoptischen Evangelienschreibern etwas.
Nur der Schreiberling des Evangeliums, das man dem Johannes zuschreibt, erwähnt diese Geschichte. Da kannst du sicher sein, dass diese Fußwaschung nie stattgefunden hat. Die hat sich dieser Pseudo-Johannes aus den Fingern gesogen, um daran eine seiner langweiligen Predigten über das Dienen dem Nächsten gegenüber dran zu hängen. Nur zuvor bestimmten Gläubigen soll der Papst die Füße waschen. Damaso sagte, doch Moslems sind keine christlichen Gläubigen. Richtig, für die sind alle Christen Ungläubige. Sich von einem Christen die Füße waschen zu lassen, sieht ein Moslem nicht als Geste der Nächstenliebe an, sondern als eine Unterwerfungsgeste. Ein islamischer Herrenmensch würde nie einem Christen die Füße waschen. Amasu sagte, in dem Lügenbuch sagt Jesus, wer vom Bade kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Wie das? Hält er die Füße inzwischen aus dem Bad zuber, um sie nach dem Bade in besonderer Weise zu waschen? Ja, anders geht es nicht, wenn man Jesus folgen will. Jesus hat diese Fußwaschung nur einmal an seinen Fischen geübt. Und damit hat er bis zum letzten Abendmahl gewartet. Er hätte schon früher das gegenseitige Fußwaschen fordern sollen, um diese Demutsgeste noch persönlich überwachen zu können. Obwohl es seinen Nachfolgern diese Waschung ans Herz gelegt hatte, hat nach seinem Tode keiner von ihnen dem anderen auch nur einen Fuß gewaschen. Wenn jeder dem anderen die Füße waschen soll, wäre es doch einfacher, wenn jeder gleich seine eigenen Füße wäscht. Denn nicht immer hat der andere dafür Zeit. Und so müsste man mit ungewaschenen Füßen ins Bett steigen. Ja, so denkst du, mein Sohn. Doch so viel klares Denken kann man einem religiösen Menschen nicht zutrauen. In der letzten Nacht hat der Heiland den vollgefressenen Jüngern so viele symbolische Handlungen auferlegt, das Brot brechen, sein Blut trinken, sein Fleisch essen und nun auch noch die Fußwaschung. Von so viel Symbolik waren ihre krausen Fischerköpfe überfordert. Und doch sollten sie das all tun zur Erinnerung, um ihren zum Himmel aufgefahrenen Meister nicht zu vergessen. Vergesslich, wie sie waren. Herr Marschall fragte, wozu ist die Fußwaschung eigentlich gut? Hätte er ihnen nicht eher den Kopf waschen soll? Früher war die Fußwaschung nötig. Als Zeichen der Gastfreundschaft hat man dem Gast eine Schüssel mit Wasser hingestellt, damit er die Sitzkissen nicht mit seinen ungewaschenen Füßen schmutzig machen sollte. Früher gingen die Leute ja noch mit offenen Sandalen über staubige Wege. Noch heute haben die meisten Menschen in den fortschrittlicheren Ländern Schuhe und Socken an den Füßen. Da ist ein Mittel gegen stinkende Schweißfüße wichtiger als eine Fußwaschung. Zur Erinnerung sollten die Gläubigen all diese Handlungen tun. Sie sagen, was unser Herr Jesus tat, das wollen wir auch tun. Nachahmer sind sie. Da brauchen sie nicht nachzudenken. Alles ist schon vorgeschrieben. So leben sie in der Vergangenheit.